Weltbilderressort zur Situation der Schwarzen in den USA. Das andere, das schwarze Amerika. Das Apollo, Heimstatt des schwarzen Jazz und Souls. Von Harlem aus hatte Martin Luther King 1958 zu den New Yorkern gesprochen. Und hier hatten sie 50 Jahre später gejubelt, getanzt und geweint. Am Tag, als Barack Obama zum ersten farbigen Präsidenten der USA gewählt worden war. Endlich bin ich in meinem eigenen Land angekommen. Er bringt uns alle zusammen, egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe du hast. 6 Jahre ist das her. Und heute Ernüchterung, Wut, Enttäuschung, egal wen wir in Harlem ansprechen. Der Banker, der täglich an die Wall Street fährt. Ein Weißer kann bei uns mit einer automatischen Waffe durch den Supermarkt laufen und ihm wird nichts passieren. Aber ein schwarzes Kind mit einer Spielzeugpistole wird von der Polizei erschossen. Der Rapper, der täglich auf der Straße singt. Mein Grundgefühl ist, auch ich kann jederzeit ein Opfer von Polizeiwillkür werden. Ich ducke mich weg und verhalte mich möglichst unterwürfig. Die Mutter, die in der Kirche arbeitet. Wir müssen uns jeden Tag fürchten, dass unsere Kinder nicht mehr nach Hause kommen. Nicht, weil sie etwas verbrochen haben, sondern weil sie die falsche Hautfarbe haben. Harlem, die nackten Zahlen, 60% Schwarze, miserable Ausbildung, die höchste Arbeitslosigkeit in New York, jeder Fünfte lebt unterhalb der Armutsgrenze, alltäglicher Rassismus. Präsident Obama konnte daran kaum etwas ändern. Der Arzt, der im Krankenhaus arbeitet. Obama hindert doch nichts mehr. Wovor fürchtet er sich denn? Er könnte doch endlich anfangen am Ende seiner Amtszeit. Aber auch das gilt für New York. Seit einem Jahr ist es der Polizei gerichtlich untersagt, wahllos und ohne Anlass, hauptsächlich Farbige herauszugreifen und zu überprüfen. Und als kürzlich dieser Mann bei seiner Festnahme offensichtlich durch einen Würgegriff der Polizei ums Leben kam, da reagierten Bürgermeister und Polizeichef besonnen und ordneten sofort eine Untersuchung an. Nochmal Stefan Niemann in Washington. Wie macht sich denn so ein alltäglicher Rassismus bei Ihnen im Stadtbild bemerkbar? Beim Einkaufen, Essen gehen, Busfahren zum Beispiel? Afroamerikanische Männer auch in multikulturellen Städten wie New York erzählen, dass sie ganz häufig erleben im Supermarkt, wenn sie sich da durch die Reihen bewegen, dass Frauen sich an ihre Handtaschen klammern, dass die aus dem Fahrstuhl aussteigen, wenn ein Schwarzer in den Fahrstuhl einsteigt. Ich kenne einen jungen, sehr erfolgreichen Anwalt in einer amerikanischen Großstadt, der aus seinem Apartmenthaus auszieht, wo er eine Eigentumswohnung hat, weil er dauernd angesprochen wird, ob er der Dogwalker sei, also der, der auf die Hunde der reichen Weißen aufpasst. Dabei lebt er in diesem Haus, der hat es satt. Es gibt also viele Erfahrungen von afrikanischen Männern, vor allem der Alltagsdiskriminierung, auch in Großstädten, auch an der liberaleren Küste. Von außen könnte man gleichzeitig fast den Eindruck haben, viele Schwarze scheinen ganz oben angekommen zu sein in der amerikanischen High Society. Also es gibt viele schwarze Schauspieler, Sportler und auch Politiker. Trotzdem sind die Afroamerikaner in der breiten Gesellschaft offenbar nicht anerkannt. Warum dieser Widerspruch? Ja, das ist ein typisch amerikanischer Widerspruch, glaube ich. Amerika neigt dazu, seine erfolgreichen Eliten zu bewundern, nahezu unkritisch. Die werden dann auch gerne ins Schaufenster geschoben, wie Oprah Winfrey, eine berühmte TV-Moderatorin oder eben auch die ganzen Sportstars. Aber die breite Masse, die Bevölkerung, die unterprivilegiert ist, wird dann vergessen. Und da klafft eben die Kluft immer weiter auseinander zwischen Weiß und Schwarz. Ein paar Zahlen von den Arbeitslosen. 5% der Weißen sind arbeitslos, aber 11% der Schwarzen. Das durchschnittliche Haushaltsvermögen bei Weißen liegt bei über 90.000 Dollar. Bei Schwarzen ist es nur ein Zwölftel davon. Afroamerikaner verdienen für dieselbe Arbeit im Schnitt 25% weniger als Weiße. Dafür werden sie für dieselben Kriminalitätsakte und Verbrechen länger eingesperrt und härter bestraft als Weiße. Also die Kluft ist unterhalb der populären Prominenten sehr viel weiter auseinandergegangen. Welche Möglichkeiten werden in der amerikanischen Presse oder auch in der Politik oder in diesen renommierten Thinktanks diskutiert, wie sich die Situation für Afroamerikaner langfristig verbessern lässt?
Ja, ein richtiges Konzept hat keiner, ein Patentrezept, was jetzt alles lösen könnte. Es sind kleine Schritte. Restaurantbesitzer werden aufgefordert, ihre afroamerikanischen Mitarbeiter nicht immer hinten in der Küche zu verstecken oder irgendwo, wo man sie nicht sieht, sondern nach vorne zu holen, dass eben auch mal jemand, der die Gäste ins Restaurant führt, ein Afroamerikaner ist, dass man das einfach sichtbarer macht. Das sind so kleine Versuche, die Diskriminierung etwas aufzuweichen. Richtig große politische Konzepte gibt es kaum. Aber, das sagen alle hier, auch die Medien, die Berichte, die jetzt im Rahmen von Ferguson in den Medien nach oben schwappen von Schwarzen, die erzählen, wie die Alltagsdiskriminierung aussieht, da hofft man, dass das vielen Weißen die Augen öffnet, die gar nicht geglaubt haben, dass der Rassismus in der US-Gesellschaft noch so verbreitet ist. Vielen Dank für die Informationen. Stefan Niemann in Washington. Und das war das Weltbilder-Ressort zur Situation der Schwarzen in den USA.